mit dem Scheiß. Wovor hast du solche Angst? Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. Wie ihr seht, sitze ich auf einem schönen Pferd. Die Sonne scheint, wir befinden uns in einem grünen Wald. Das Leben könnte so schön sein, doch es gibt ein kleines Problem. Unsere kleine Freundin Ellie ist spurlos verschwunden. Sie hat sich ein Pferd geschnappt und ist in diesen Wald geflüchtet. Und jetzt sind wir auf dem Weg, Ellie zu finden. So, wo könnte sie sein? Ellie, was soll das denn? Hier sind auf jeden Fall Pferdespuren. Sind das Pferdespuren? Ich glaube, das sollen Pferdespuren darstellen. Und den folgen wir jetzt einfach. Und Zaga! Das ist auf jeden Fall das erste Spiel, was ich je spiele in meinem Leben. Spuren. Okay, wo ich auf ein Pferd geritten bin. Macht auf jeden Fall richtig Gaudi und kann ich nur empfehlen. Langsam. Das Pferd macht da richtig Tempo hier. So, geht das hier hinter? Nee, ich glaube, hier hinten ist eine Sackgasse. Wir müssen hier lang. Ne, das ist eine Sackgasse. Und, na komm. Okay, das ist ein altes Auto. Was ist denn los? Komm. Was ist denn hier los? Wie viele sind es? Verdammt, viel zu viele. Komm, lad erstmal nach. Ich geb dir Deckung. Komm. Komm. Zack. Fuck. Nein. Wo ist der hingerannt? Ach, du musst auch mal treffen, Freund. Komm, komm, komm. Falls. Hat den Schädel weggefeuert. Zack. Nächster Kopf weg. Anscheinend nehme ich lieber diese Waffe. Weil wir haben ja auch genug Munition. Nein. Komm. Los, lad nach. Ziel. Und. Zack. Oh nein. Junge, reiß dich zusammen, du bist der Nächste. Fatz. So, wo sind die Nächsten? Zeigt euch. Komm. Fatz. Ey, die Waffe ist der Wahnsinn. Komm. Da oben. Da oben, da oben. Komm. Los. Oh. Gar nicht so einfach. Fuck, nicht getroffen. Zack. So, noch ein Schuss. Noch ein Schuss. Der muss sitzen. Was? Da lebt noch. Na komm, ich sehe doch deinen Kopf. Los. Was macht denn der dort oben? Los. Ist doch nicht wahr. Komm, los. Ach, das will ja auch nicht die Munition verschwinden. Ja klar, jetzt. Und, könnte ich das treffen? Oder brauche ich richtig viel Gefühl? Zack! Oh, das war gut. Das war ja mehr als perfekt. So, wo ist der Nächste? Komm. Oder war's das? Ich glaube nicht, dass das war. Gut, nur Schrot.
Also wenn er noch hier rumhockt, dann war es das mit Sicherheit noch nicht. Zurück, zurück. Wer hat jetzt geschossen? Oh, ich weiß nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Revolver. Wer war das? Da oben ist kein... Naja, wo ist der Typ? Ach, da oben! Ja, da nehme ich die andere Waffe. Ein Schuss reicht. So, pass auf. Komm. Komm, 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 komm. Da ist er, da hinten. Komm, zeig deinen Kopf. Los. Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Was ist das für ein Spielverderber? Komm. Los, zeig dich jetzt. Da ist doch gar keiner, oder? Ist da jemand? Ah, da oben ist noch jemand. Ob da ist da auch jemand oder nicht? Hab ich da jemand gesehen? Ne. Das hatte ich mal eingebildet. Okay, da oben. Aber erstmal hier die Munition aufsammeln. Yes. Das war bloß ein Schuss, aber das ist auf jeden Fall besser wie nix. So, hier liegt noch jemand. Okay, dann nehmen wir... Komm, lauf vor! Alter, das war knapp. Ui. Dann nehme ich jetzt hier meine Lieblingswaffe und mach den fertig. So. Einmal ringsrum laufen. Und hier müssten die sein. Irgendwo ist er hier. Komm, zeig dich. Mach's gut. Oh, was? Oh, was? Fuck! Verdammt, nicht zu sehen. Wo ist der Typ? Yes. Das waren alle. Oh, Leute. Ich wollte eigentlich einen Revolver. Hallo. Gut, weiter geht's. Nein, warte, bevor wir weitergehen, Munition. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Komm, weiter. Hier drin liegt mit Sicherheit Munition. Okay, Flasche. Gut, schade, hier ist schon mal keine Munition. Aber hier oben lagen noch welche. Hier hinten, genau. Da hinten. Ach, schade. Komm, zu den Pferden. Na dann los. Los, komm, aufsteigen. Ja. Und Feuer. Wo ist denn schon hingerannt? Hier lang. Hier lang. Einmal drüber. Einmal drüber. Und hui. Gut.
So, Ellie. Wo bist du? Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. So, hier runter. Und, ja genau, hier sind noch Spuren. Ich sehe noch Spuren im Waldboden. Alter, das Pferd ist richtig geil. Ellie, wo bist du? Jetzt müsste sie ja bald mal kommen. Kann nicht sein, dass sie weggerannt ist. Unser Pferd, sie muss da drin sein. Ah, okay. Dann los. Komm. Und zack. Sieht sicher aus. Na dann los. Festbinden und rein. Vorsicht. Ellie? Zuerst mal eine dicke Schrotflinte. Die ist gut für einen Nahkampf. So, Ellie, wo bist du? Komm. Zeig dich. Oh, hier lag was. Firefly-Anhänger. Gut. Hier ist sie schon mal nicht. Also ist... Was war denn das? Sie ist... Oh, hier hinten liegt noch was. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist voll. So, Papier, Schere, Alkohol. Ellie ist mit Sicherheit im Obergeschoss. So, Ellie, los, komm. Ellie! Ich bin hier. Oh, Herrgott. Wo, auf Toilette oder was? Ich halte Wache. Ihr solltet euch mal unterhalten. Hä? Ellie, komm, zeig dich. Was liegt hier? Oh, noch was. Das haben wir ja fast alle Räume durch. Gut, hier hinten noch und dann... Da ist sie auf jeden Fall... Ist sie da oder da drin? Kurz lauschen. Hier ist niemand. Ist ja egal. Komm, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Gut, auf Toilette ist Ellie schon mal nicht. Also befindet sich Ellie hier drin. Genau, hier ist sie drin. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gezicht besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß. Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy. Weißt du, ich bin nicht sie. Was? Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin. Denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt!
bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Okay. Zwei kommen. Es haben ja fast alle geweint. Da sind schon welche da. Und das wurde natürlich unterbrochen mit jetzt ganz viel Action. Ich sehe in diesem Bereich nach. Schau dich da drüben um. Fuck, jetzt geht's wieder um die Waffenwahl. Was nehme ich? Schrotflinte. Los, komm her. So, langsam vorrücken. Gut, hier ist niemand drin. Weiter geht's. Ach, gut. Ha! Natürlich habe ich eine Knarre. Eine bessere. Bessere wie deine. Oh, oh, oh. Das war ja fast. Oh, was, Junge? Reiß dich zusammen. Alter, was? Hey, los, Deckung. Was mache ich denn? Komm. Muss erstmal hinter der Tür verstecken. Das ist ja auf jeden Fall die beste Schutzmöglichkeit jetzt. So, pass auf. So, du Arsch. Was, Junge? So war's das jetzt, oder was? Ach, Menno. So, jetzt komm, los. Zack, das war's. Und hat er Munition. Komm, bitte. Na, natürlich nicht. Oh, was nehme ich jetzt für eine Waffe? Boah, was? So. Wo seid ihr? Komm. Zeigt euch. Ha! Da war der Kopf weg. Ach, du Kacke. Nein! Was hast du drauf, Mann? Na los! Alter, die Axt ist da richtig gut. Ein Schlag. So, 6 Schuss. Nachladen. Was? Alter. Wo kam denn der jetzt her? Oh, warte mal, kann ich mich heilen? Nein, leider nicht. Aber ich glaube, das war's jetzt auch. Alles sauber. Na gut, der Fußboden nicht gerade sauber. Gehen wir raus zu den Pferden. Freunde, wir haben Ellie wiedergefunden. Und haben natürlich auch gleich noch ein paar Soldaten oder Gegner, Jäger, was das auch darstellen soll, auch noch mit weggenommen. Und morgen geht es wieder richtig geil auf unserem Pferd weiter. Ich freue mich schon wieder schön auf den Pferd zu reiten. Bonanza. Aber das ist eine andere Geschichte. Freunde, wenn euch das gefallen hat, zeigt mit einem Daumen nach oben. Wie immer abonniert meinen Kanal. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein zu einer neuen Folge. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Genießt das schöne Wetter. Haut rein. Ciao.